So, schaut mal, liebe Leute, einfach, das wird nur ein ganz kurzes Schneerosen-Update. Aber bevor wir zu dem Update kommen, eine kleine Entdeckung. Guckt mal, ja, richtig, Schneeglöckchen. Aber das Tolle, das muss irgendein Gartenflüchtling sein, weil unser kleines Schneeglöckchen, das was bei uns eben wild vorkommt, das hat ganz ein anderes Blattwerk. Schaut mal, wie breit diese Blätter sind. Und das Grün ist doch ein ziemlich ein grünes Grün und nicht so ein blaugrün, wie es beim kleinen Schneeglöckchen oft der Fall ist. Ja, aber das nur auf der Seite. Eben Schneeglöckchen gibt es viele und oft schaffen es dann Pflanzen von unseren Gärten über kurz oder lang auch in unsere wilde Natur. Ja, nein, das dazu jetzt nicht, das machen wir das Schneerosen-Update. Schneerose habe ich ja vor kurzem eben ein großes Porträt gemacht. Wenn das interessiert, das verlinke ich da, wo ist denn mein Finger? Da, wo der Finger wackelt, verlinke ich das Video. Und jetzt sehen wir, dass sich das da schon wesentlich weiterentwickelt hat. Für die, was das Porträt nicht gesehen haben, nur mal kurze Wiederholung. Schneerose ist immergrüne, / wintergrüne Pflanze. Und diese für uns aus Blüten wahrgenommenen Blütenblätter sind eigentlich gar keine Blütenblätter, sondern Blütenhüllblätter. Das Besondere ist, und ich schaue, vielleicht findet man jetzt dann nochmal wo auch eine Blüte, das Besondere ist, dass diese Blütenhüllblätter, die waren am Anfang weiß und wie sie jetzt seht, hinten sind sie rötlich, vorne, wenn man reinschaut, sind sie grünlich. Und das Besondere ist, wo habe ich denn das jetzt gesehen? Warte mal, geht es noch ein Stückchen mit mir? Weil, ja, da war das. Bei der Schneerose, auch wenn es eine immergrüne Pflanze ist, sterben diese Blätter ab. Jetzt nämlich genau dann, wenn die Fruchtreife ist. Das sind alte Blätter und da habe ich schon ein bisschen gegraben. Da seht ihr, entstehen gerade die neue Blattgeneration. Da noch komplett unentwickelt. Da. Ja, das sind die neuen Blätter. Wenn die alten Blätter absterben, hat aber die Frucht ein Problem. Wo kriege ich die Energie her zum Reifen? Und da ist eben das Tolle, dass diese Blütenhüllblätter mithelfen, indem sie eben Chloroplasten entwickelt haben. Chloroplasten, Chlorophyll drinnen, schafft eben, dass Energie erzeugt. Und diese Energie wird dieser Frucht zur Verfügung gestellt. Ihr seht es da, das ist so eine Balgfrucht, nehmen sie das Ganze. Also eigentlich eine Sammelbalgfrucht, mehrere solche Balgfrüchte zusammen. Und die schwellen auch noch wirklich gewaltig an. Wenn das interessiert, wie das ausschaut, gibt es da noch mal ein Video, was ich einbinde. Also einfach kurz hergesagt, Verweis ins Grün verwandelt. Das Grün hat einen Sinn, erzeugt Energie. Und weil es gerade in die Kamera gelacht hat, wo war das? Jetzt hat es gerade gelacht. Ah ja, da. Ich meine, es lacht ziemlich unscheinbar. Und ich muss schauen, wo das Grün dazu ist. Weil, schaut, diese Blätter gehören zum Leberblümchen. So weit, so gut. Aber was der Vierer lacht, jetzt hätte ich glaubt, ne, schaut, habe ich glaubt, weil ich nicht gescheit hingeschaut habe, habe ich glaubt, da lacht ein Haselwurzblütenvierer, stimmt gar nicht. Das ist schon wieder von Blüten, also von Blütenblättern befreites Leberblümchen. Da drinnen sind schon wieder Fruchtansätze. Ist ja interessant, wie schnell das geht. Schauen wir mal, Leberblümchen. Das ist jetzt nur ganz kurz, weil es so verzettelt ich mich jetzt. Leberblümchen, so schaut es aus, wenn es noch Geschlechtsmerkmale, also da, was da so schön seht, das sind praktisch die Staubbeutel, wenn es scharf wird. Und da ist es schon wieder abgefallen, da drinnen entwickeln sich schon wieder die Früchte. Also doch kein Haselwurz. Okay, aber eigentlich hätte es ja, oder hat es ja um die Entwicklung von der Schneerose gehen sollen. Somit lasse ich es jetzt gut sein. Leberblümchen wird ein Porträt in Bälde geben, wo wir die Pflanzen dann genauer anschauen.
Okay, dann einstweilen, pfiat euch.